Ja, hallo und willkommen zurück zu Portal 2. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Das ist aber sehr beeindruckend. Warte! Oh, nein, das ist gar nicht gut. Ah! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Danke. Apfel. Danke, Wheatley. Ich meine, super nett von dir. Wir sind in einem Büro. Oh, wir sind nicht mehr in einem Büro. Hoffentlich findet er uns nicht. Guck mal, dort vorne ist ein Ausgang. Wollen wir echt genau da wieder hin? Ich meine, ich kann hier nirgendwo Portale setzen, also bleibt mir echt nichts anderes übrig. Oh, ein Ladebildschirm. Wunderschön. Wir sind schon mal richtig gelaufen. GLaDOS, du darfst ihn gerne töten. Ich kann... Also ich meine, Wheatley ist halt einfach nur ein Schwachkopf. Ob man wirklich jemand für einen Schwachkopf da sein töten kann? Er ist ja so programmiert, dass er testen muss. Du lebst! Toll. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Oh, guck mal, da hinten ein Roboter. Da, bing, sehr gut, weiter geht's. Habt ihr den gesehen? Oh, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe davon gehört, dass man die irgendwo sehen soll. Ich kann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Oh, jetzt fängt er auch mit den Überraschungen an. Ich habe davon gehört, dass man die irgendwo sehen soll, aber ich wusste nie genau, wo man die sehen kann. Geil, das sind die Roboter, die man im Koop spielt. Ja, witzig. Witzig, 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 witzig. Okay, so. Was bringt das hier? Das macht das Ding an. Okay, gut. Was macht das hier? Okay, 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 okay. Ich verstehe, ich verstehe. What the hell? Okay. Müssen wir den jetzt nochmal drücken, um diesen Würfel zu bekommen? Das wäre jetzt natürlich etwas... Ne, der bleibt einfach ausgefahren da vorne. Okay, okay. Okay, lösen wir das Rätsel vielleicht erstmal später. Was haltet ihr denn davon? Und schauen erstmal, was passiert, wenn wir dort drauf... Ich dachte, wer läuft da denn lang? Aber das bin ich. Meine Güte. Ah. Ach, schön. Da freut man sich doch. Ein bisschen Glibbergel. Keine Ahnung, ob das genug ist. Ja, super. Das müssen wir wahrscheinlich hier lang schießen irgendwie. Oh, ich glaube, ich weiß, wie wir das hinkriegen. Wir müssen dieses Gel... Wir brauchen irgendwie den Würfel da vorne. Aber woher kriegen wir den Würfel? Super, das sind nicht ganz so viel gebracht. Wir müssen das Glibbergel hier mit dieser Bahn hier lang tragen und dann hier fallen lassen, damit wir da drüber springen. Aber dazu brauchen wir diesen Würfel da vorne. Und wie wir diesen Würfel kriegen, das erfahren wir in der nächsten... Na, okay, komm, das ist scheiße. Warum hat sich das denn ausgefahren? Fährt sich nicht wieder ein? Was ist denn da los? Vielleicht könnten wir uns auch erstmal ein bisschen umgucken. Gibt es hier irgendetwas, was uns helfen könnte? Ah. Nee. Können wir selber dorthin? Oh, warte. Oh, yes. Oh, boy. Mastermind gefunden. Gut. Jetzt können wir einmal ganz kurz da vorne hin. Können wir denn von hier aus die Portale setzen? Nein. Dann müssen wir den Würfel vielleicht erst mit rübernehmen, den da drauflegen, um da konstant das Glibbergel zu holen. Das könnten wir auch mal. Wir können uns dann selber auf die Plattform stellen. Ist ja eigentlich Wurst, wie wir das machen, aber so rum scheint es richtig zu sein. Bleib mal richtig drauf. So, jetzt kommt hier konstant das Glibbergel. Dann machen wir hier ein Portal und dort ein Portal. Stellen uns hier drauf. Und nehmen das Glibbergel mit. Cool. Und können es dann gleich fallen lassen, wenn alles hier voll geglibbert ist. Perfekt.
Absolut perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, let's go. Habe ich mir in meinem Kopf irgendwie etwas besser vorgestellt. Immerhin haben wir den Würfel noch. Das, ich dachte, wir springen weit genug. Was soll ich sagen? Ich sehe es. So, wir müssen noch mal ganz kurz darüber. Ich glaube, ich bin der Lösung des Rätsels sehr, sehr nah. Ich will da vorne durch. Ich weiß nicht warum, aber ich will hier durch. Komplett Wurst. Okay, so, neuer Versuch. Ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. Wir brauchen den Würfel hier danach. Okay. Ich weiß, wie es geht. Ich weiche sofort ein, wenn hier alles vollgeglibbert ist. Das dürfte reichen. Wunderbar. So, dann holen wir uns den Würfel wieder. Denn wir brauchen dieses... So, diese Schwebelinie. Konstant. Zoom. Können wir die Schwebelinie einmal dorthin und dann da vorne hin. Und jetzt dürften wir da reinfliegen in diese Schwebelinie. Okay, lalalala, es war etwas zu schnell. Okay, vielleicht spielen Buschi und ich ja später, wenn wir in Koop spielen, auch ein paar Community-Maps, denn da waren echt witzige Rennstrecken und so auch dabei. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Ja, ich... warum will uns Wheatley töten? Er will doch weiter mit uns testen. Aber ist wahrscheinlich nur ein Teil von der Codierung oder sowas, dass er irgendwie einfach durchdreht. Mehr subtil zu sein. Nee. Er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Echt? Ja, oder? Entschuldigung, mein Fehler. Tollpatsch. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter. Ja, ich denke auch, dass er uns töten will. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Warum willst du uns töten? Ich würde lieber testen, als getötet zu werden. Ach je. Was ist da drüben? Ach, in Abgrund. Okay, gut, danke. Ich wollte, nein! Das war so schön, wir wurden wieder von den Turrets zurückgeschossen in das Portal und ich habe es nicht geschafft zu entkommen. Verdammt. Er ist ja hier ein No-Death-Run, wie jeder sieht. Oh, das ist anstrengend. Ja, du bist einfach komplett irre. So, kriegen wir diese Turrets da... Ich meine, wir könnten hinter die vielleicht gehen. Können wir hinter die gehen? Ich weiß es gar nicht. Nee. Das bringt uns hier alles nichts. Hier an der Decke irgendwo ein... Nee, das bringt uns nichts. Okay, wie kommen wir am schnellsten, am besten? Hey, wir müssen irgendwie, glaube ich, da oben rein. Wir müssen irgendwie da oben rein. Oh, shit, warte. Wir müssen auch dort irgendwie hin. Das ist etwas knifflig jetzt. Hilfe. Wir können erstmal gucken, was hier passiert. Aha! Interessant. Bringt uns aber ohne einen Würfel auch nicht ganz so viel. Denn wir müssen ja hier drauf stehen bleiben, um hier irgendwas zu reißen damit. Ja, wir müssen da irgendwie rein. Das heißt, wir müssen irgendwie dort oben rein. Ja, kommen wir irgendwie dahin? Was zur Hölle macht das? Ach, das... Nein, das ist anscheinend so designt, dass man da nicht hinkommt. War ein Versuch wert. Wir kommen noch auf die Lösung. Wir sind bisher auf jede Lösung gekommen. Aber es macht mich etwas nervös, dass der so am Lachen ist. Oh, warte, wir können noch da drüben. Nee, können wir nicht. Ich dachte, hey, wir kommen noch da drüben, weil wir das hier umdrehen können. Aber wir müssen hier drauf stehen bleiben, um das umzudrehen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so clever. Ja, wie kommen wir denn da hin? Wir müssen mit Schwung irgendwo rein. Kommen wir hier drunter irgendwo? Nein. Ja, suche. Toll für dich. Ja, da
Der Schwung reicht nicht, um da bis dahin zu springen, ne? Never ever. Oh. Oh, ich glaube nicht, dass das die Lösung des Rätsels ist. Aber vielleicht ist das schon mal ein Ansatz. Oh, das ist anstrengend. Okay, ich wollte mich hochfliegen lassen, um dann runterzufallen in ein Portal rein, dann dahinter den zu landen. Aber die schießen mich natürlich ab in der Luft. Okay, schade. Schade drum. Vielleicht reicht ja auch schon ein bisschen höher. Oh, das ist anstrengend. Okay. Okay. Ich weiß, was ihr denkt. Er steht auf dem Schlauch, er hat keine Ahnung, wie er das lösen will und versucht jetzt irgendwie irgendwas zu machen. Ja, da habt ihr recht. Wir müssen das irgendwie ausfahren. Dafür müssen wir diesen Knopf drücken. Aber ich komme da nicht hin. Wie komme ich dorthin? Go! Die sind einfach zu schnell, die Dinger. Die sind einfach viel zu schnell. Was soll ich sagen? Die drehen sich einfach um und direkt... 360 No-Scope. Baller mich übel an die Wand. Das kannst du aufhören, immer zu lachen, wenn ich spawn. Das ist echt ganz schön fies von dir. Leute. Ich weiß, ihr habt die Hand schon im Gehirn drin. Und es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ach du Scheiße. Oh. Okay, warte, neuer Versuch. Wir holen uns ein bisschen Gel. Ja, und dann, keine Ahnung, also dann schauen wir mal. Wie kommen wir hier überhaupt weg? Wir kommen hier gar nicht mehr weg, ne? Was bringt uns das Gel? Das fliegt jetzt einfach bis da hinten hin. Okay, schön. Aber warte, wir könnten auch ein bisschen Gel hier vorne hinklatschen, damit wir hier wieder wegkommen. Okay, warte, jetzt müssen wir nur noch hier vorne etwas Gel hinkriegen. Das kriegen wir hin. Ich weiß noch nicht, warum wir das machen. Aber vielleicht bringt es ja was. So, jetzt können wir nochmal da vorne wieder hin. Und nämlich hier drauf springen. Boing. Okay, jetzt haben wir da vorne ein bisschen Glibbergel. Theoretisch würde ich das Glibbergel gern da drüber halt kriegen. Oh je. Gern hier drüber kriegen, um die zu töten damit. So, jetzt haben wir hier Glibbergel. Was ja schon mal schön ist. Wir müssen irgendwie diesen Knopf drücken. Oh! Ich weiß. Sorry. Oh, ich bin blöd. Falsches Portal gesetzt. Okay, so. Jetzt, wir müssen mit dem Glibbergel mitfliegen. Mhm. So. Und wenn wir nämlich da hinten sind, können wir das Glibbergel umleiten. Glaube ich. Wir versuchen es einfach mal. Oder? Nee, das können wir gar nicht umleiten. Schnell. Jawohl! So, jetzt kann das Glibbergel nämlich hier vorne rauskommen. Ich glaube, ich hab's gelöst. Aber wir müssen es nochmal versuchen, denn ich bin ein Idiot. So. So, zack dich. Das war nicht so ganz richtig. Ganz viel Gel, wunderbar. Da fliegen wir auch direkt mal mit. Leider können wir uns auch nicht fortbewegen, also nicht schneller werden. Ja, fahr mal hoch. Ich muss hier aber ganz schnell weg, bevor das ganze Glibbergel kaputt geht. So. Jetzt, wenn das Glibbergel da reinkommt, muss ich ja durch das Blaue hier wieder raus. Nicht das Orange muss ich hier wieder raus, oder? Warte, was? Okay, ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen.
Das fliegt dann hier wieder zurück. Ich könnte es hier hochgeleiten. Das bringt mir aber auch nichts. Ich versuche, dass es da durchfliegt, dann hier wieder rauskommt. Aber das können wir ja nicht machen. Weil egal, welches Portal ich setze, die Verbindung hier reißt ja ab. Shit. Shit, ich bin aufgeschmissen. Verdammt. Verdammt. Wie kann man denn so lange an einem Rätsel hängen? Egal, was passiert. Das Gel, wir können das Gel... Nee, das kriegen wir hier nirgendwo groß anders hin. Ich dachte, wenn es hier durch das Portal fliegt, dann haben wir eventuell... Aber das kriegen wir ja gar nicht hier rüber. Shit, 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 shit. Irgendwie müssen wir das Gel doch da rüber kriegen. Diese Bahnen kreuzen sich aber nicht. Nee, 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 nee. Oder wir gehen hier dann runter. Nee, das bringt auch nichts. Dann fliegt das, dann fällt das Gel einfach nur direkt runter. Ich bin aufgeschmissen, Freunde. Ich glaube, das ist das erste Rätsel, wo ich kapitulieren muss. Scheiße. Kann doch nicht so schwierig sein. Kann doch nicht so schwierig sein. Wir können das Gel nirgendwo durch das Portal bringen. Aber wo müssen wir es dann hinbringen? Ich muss nochmal ganz kurz. Oh, lalalala. Ich muss mal ganz kurz hier rüber. Von hier aus komme ich auch nach da drüben. Von hier aus komme ich auch nach da drüben. Von hier aus komme ich auch nach da drüben. Von hier aus komme ich auch nach da drüben. Das bringt mir aber auch nichts. Das bringt mir absolut gar nichts, auch nach da drüben zu kommen. Verdammt, 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 verdammt. Ich dachte, ich hätte es. Ich dachte, ich hätte es. Wir müssen das Gel theoretisch um... Warte, wenn sich dieser Strahl jetzt umdreht. Ich versuche nochmal was. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Wir haben nicht getroffen. Egal, ein paar Partikel sind da, immerhin. So, wenn wir das jetzt umdrehen, dann müssen wir nur warten, bis das hier auf dieser Linie ist. Und dann können wir es da vorne reinsetzen, oder? Schade, dass wir nicht so richtig genau so. Jetzt können wir das Blaue sagen, das geht jetzt hier durch. Und jetzt gehen wir hier wieder zurück. Okay, wir haben es gelöst. Wunderbar, perfekto mio. Wir haben es echt gelöst. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch treffen. Das ist richtig. Das ist richtig. Okay. Leute, ich hab's gelöst. Ich hab's gelöst. Oh, meine Güte. Das hat jetzt aber auch gedauert. Ich meine, ihr guckt das ja nicht, weil ich die Rätsel schnell löse. Sonst hättet ihr ja schon ganz, ganz schnell abgeschaltet. Ja, zum Beispiel jetzt auch schon, weil ich das hier immer falsch rummache. Hallo. Ich hab's nicht getroffen. So. Boing. Gehen wir wieder da vorne hin. Puh. Ich bin so froh, wir haben's gelöst. Meine Fresse. Oh, hab ich mich jetzt vom Gel erschrocken. So, jetzt hier drauf. So, und wenn es dann hier vorne auf dieser Bahn ist, können wir dann das orangene Portal hier vorne setzen und das Ding wieder umdrehen. Und dann dürfte das Gel hier überall drüber sein, hier runterfallen und dann haben wir es. Jawohl, so, jetzt ist es dort überall. Jawohl, jetzt können wir es so machen und zack dich. Und jetzt kommst du einfach wieder raus. Oh, perfekt. Perfekt. Oh. Meine Fresse. Du schießt mich nicht an und gehst mal weg. Oh, danke, Knopf, was machst du? Du fährst diese Bahn da aus. Also ich meine, okay, von mir aus. Aber warum? Was bringt es mir, wenn diese Bahn ausgefahren ist? Wir müssen... Ja, also mir ist schon klar, wir müssen da irgendwie wahrscheinlich schnell rein. Aber wo kommen wir hier bitte schnell rein? Wir können dort natürlich auch eine Dingsbums... Keine Ahnung, ob das was bringt. Bringt überhaupt gar nichts. Verdammt mich. Brauchen wir noch irgendwo Sprunggel? Wir könnten dort Sprunggel durchschicken. Aber das wäre ja hier genau auf dieser Bahn. Das heißt, das hier würde gar nichts bringen, hier Sprunggel durchzuschicken.
Das wird ja einfach nur durchfliegen. Da ist ja keine weiße Fläche drunter. Wie kommen wir dort schnell rein? Und ich dachte, wir hätten es schon gelöst, aber nein. Aber nein. Verdammt, schon 20 Minuten. Oh je, es tut mir so leid. Es tut mir so leid für alle Beteiligten hier. So. Das ist ja schon mal recht schön hier. Hier kommen wir auch hoch genug, um theoretisch hier irgendwo reinzufallen. Aber bringt es uns irgendwas, dort reinzufallen? Wenn wir dort reingehen, das bringt uns ja theoretisch gar nichts, ne? Ne, nicht so wirklich. Überhaupt gar nichts bringt uns das. Kann ich da nochmal drücken? Nein, das macht auch nichts. Wir kriegen ja dort immer noch Sprunggel her. Ich meine, wir können es ja einfach mal versuchen, was es bringt, wenn wir Sprunggel in diese Richtung dort vorne schicken. Ne, das können wir nicht. Das können wir jetzt kriegen. Es ist, glaube ich, einfach nur verschwendete Zeit. Ich wüsste nicht, was es bringt, hier vorne Sprunggel hinzumachen, weil wir das ja faktisch gar nicht können. Oder? Ich meine, Versuch ist es wert. So. Zack dich. Und wenn es dort ist, können wir dann hier das blaue Portal setzen. Dann kommt hier Sprunggel lang. Und dann was? So, jetzt einmal wieder umdrehen. Dann kommt hier jetzt Sprunggel raus. Genau, es glibbert jetzt ja einfach gegen die Decke und fällt dann gleich runter. Es fällt gleich runter. Ja, genau, es fliegt einfach nur hier durch. Okay, super, jetzt haben wir an der Decke ein bisschen Sprunggel. Das ist natürlich auch super toll. Danke dafür. Warum brennt die Scheiße hier eigentlich? Ich meine, weil es kurz davor ist, kaputt zu gehen. Aber naja, kommen wir hier irgendwo hin. Nee. Wir kommen da auch nicht hoch genug. Wir müssen irgendwie da rausfliegen. Wie fliegen wir da raus? So kommen wir nicht weit genug. Hier vorne kommen wir mit ein bisschen Speed raus, aber das bringt ja auch nicht ganz so viel. Hier unten ist auch nichts. Das reicht wahrscheinlich nicht. Wenn ich auf dieser Höhe bin, das... Nee, das reicht nicht. Nee, da bin ich ja genau auf dieser Höhe wieder. Ja, okay, super. Toll, toll. Tolle Sache, das. Oder ich muss da doch rein. Aber ich komme da ja nicht durch. Ich dachte halt, ich muss hier vielleicht durch. Und dann kann ich hier runterfliegen. Dort rein. Oder ich mache das so. Warte mal. Reicht diese Höhe? Bin ich mal gespannt. Oh, du hast es reicht. Schön. Wie schön für dich. Ich dachte, das reicht nicht. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er ja meinen Intellekt gefunden. Weil den habe ich anscheinend verloren. Oh je, oh je, oh je. Die Folge wird etwas länger, Freunde. Okay, ist das in Ordnung? Ist das kleine Entschädigung? Ich mache mich hier zum kompletten Deppen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Das war nicht mein hellster Moment. Er platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Tatsächlich. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Okay. Jetzt müssen wir den Würfel hier aus der Luft fangen. Das scheint mir ein bisschen zu einfach. Überraschung, wir machen es sofort. Oh. Das war tatsächlich eine ziemlich krasse Falle. Ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, wer hat die Kooperationsinitiative entdeckt? Meine Erfindung so groß muss dann menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo. Hi. Den Teil bring ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Wo steckst du? Komm zurück! Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur schon mal vorbereiten. Fuck, jetzt habe ich Dialog verpasst. Sorry, tut mir leid. Man sieht sich, Wheatley.
Tüdelü. Er hat also zwei Roboter entdeckt. Ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Nein, ich komme nicht zurück. Er hat zwei Roboter gefunden, und zwar die beiden, die wir schon gesehen haben, die uns da so fröhlich mal zugewinkt hatten. Das war, glaube ich, in dieser Folge, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Nee, ich sagte Apfel. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Ach, weiß ich nicht. Sind weg. Ach, Spiel. Ach komm, was haben wir zu verlieren? Woohoo! Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Super. Ja, du darfst ruhig enttäuschen. Oh, ich hab ne Idee. Na du? Ja, du kleine Idee, ich hab's. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Oh je, ein irrer Wheatley jagt uns. Ja, es ist ja. Das ist ja ein absoluter Traum. Auch der arme kleine Mann davon. Och Mann. Och Mann. Das ist shit. Na, oh. Wunderbar. Er hat diese Testroboter gefunden, die fürs Testen gedacht sind, die Koop-Initiative. Mit denen werden wir auch im Koop spielen mit den beiden Robotern. Oder als die beiden Roboter. Ich finde das cool, dass die schon im Singleplayer involviert werden. Das ist irgendwie. Ja, doch, das finde ich ganz gut. Halt durch, bin schon fast da. Beachte mich gar nicht, einfach weiterfliegen. Ich würde ja gerne weiterfliehen, aber hier ist so ein Ding im Weg. Sicher, es ist eine Falle, aber der einzige Weg, also los. Tja, super. Todesfalle. Stimmt. Sie bringen dich um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um, vermutlich. Würde ich mir so denken. In aller Stille bringen sie mich um. Wir haben die Roboter-Jammer zu defekten. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Ach ja, extrem leises Töten. Oh, cool. Ich möchte auch gern so ein Sentry-Dings haben. Wenn du nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot Apfel. Bist, gibt's natürlich kein Stampfen. Und zweimal stampfen, wenn du... Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Ja, die fehlerhaften Türme, du Vollidiot. Ich habe noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Ein Mau-Mau-Vierling. Oh, boy, wir gehen einmal hier vorne lang. Sorry. So. Hier ist besser. Oh, vor allem gehen wir da weg, genau. Und ihr könnt da vorne auch mal weggehen. Jawohl. Tschüss, ihr beiden. Man sieht sich. Danke, Wheatley. Das war sehr angenehm. Alles klar, da können wir anscheinend nicht lang. Haben wir irgendwo eine weiße Fläche, wo wir hin können? Ich meine. Ah, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. War's das, ja? Aber auch dumm. Die Klingenwand. Listig. Nein. Fein. Das war nicht so schwer, Kollege. Die meinem enormen Intellekt würdig ist. Dein enormer Intellekt. Ich glaub's ja auch. Na, fliegen wir erstmal hier durch. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Alles klar. Der Stampfer des Todes, oh nein! Der Stampfer des Todes, der ein bisschen zu langsam ist, Kollege. Bis dann, Stampfer des Todes. Wo steckst du? Komm zurück! Ich bin nirgendwo, ich bin einfach weg. Hier, ich hab echt keine Ahnung, wo ich bin. Meine Güte, Wheatley, du Stück! Was tust du hier? Aber sehr. Oh, nö. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Es hat mich auf jeden Fall umgebracht. Nee, Apfel. Oh, Brokkoli. Ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder oh da. Je. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Oh je. Hi. Türme. Dir kam eine super Idee, ja? Ich, würde auch gerne irgendwas von dieser Idee, gerne wissen.
Oh je. Wie? Das bringt uns nicht ganz so viel hier zu sein. Schön. Bringt es uns vielleicht etwas... Ah, warte mal. Vielleicht sollten wir auch einfach hier vorne hingehen. Autsch. Aha! Was macht das? Oh. Was bringt das? Absolut gar nichts. Oh, okay. Das wird jetzt also ein Zielschießen. Yeah, yeah, yeah. Springt umher, meine kleinen Türme. Batz. Ein Traum. Einer steht noch. Und einer ist ja leider tödlich genug, deswegen müssen wir den auch irgendwie noch kriegen. Ja, ein bisschen höher noch, dann haben wir ihn gleich. So, oh, Ziel, Landung. Wunderbar. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir jetzt tun. Wir könnten auch einfach nach dort vorne gehen. Ich muss mich hier vorne hin. So, wunderbar, perfekt. Wie für uns gemacht. Das haben wir gelöst. Das gefällt mir deutlich besser als die Testkammern. Denn hier komme ich tatsächlich auch mal weiter. So. Oh, ein Ladebildschirm. Ich würde sagen, das waren jetzt auch schon wieder 31 Minuten. 20 Minuten Fails, 10 Minuten ein bisschen weiterkommen in der Story. Ist ganz vertretbar für eine Folge von mir. Das heißt, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und was als nächstes passiert, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.